soll nun die Parameterdarstellung von Ebenen mithilfe von GeoGebra 3D verdeutlicht werden. Da man mit 3D-Zeichnungen meistens sehr viel Platz braucht, sollten Sie das Fenster möglichst groß machen. Die 2D-Grafikansicht würde ich nicht schließen, sie aber zumindest verkleinern, damit die Grafik 3D-Ansicht genügend Platz hat. Ich werde die Grafikansicht hier dann für die Ablage der Schieberegler verwenden und blende deshalb die Achsen dort aus. In der Standardansicht, wie sie bei mir ist, ist eine graue Ebene in der XY-Ebene vorhanden. Die blende ich aus, ebenso wie den Rahmen hier. Ich lege mir dann einen Ursprung an, damit ich mit dem dann zeichnen kann. Und für die drei Punkte, die gerade bestimmen, zeichne ich zunächst mal beliebige Punkte verteilt im Koordinatensystem. Die Höhe der Punkte verändere ich, indem ich einmal draufklicke. Die genaue Lage der Punkte werde ich mir dann nachher noch überlegen. Wenn ich alles gezeichnet habe, kann ich dann entscheiden, welche Lage der drei Punkte bzw. natürlich auch Ansicht des Koordinatensystems am besten geeignet ist, um alles zu verdeutlichen. Mit den drei Punkten kann ich nun die Ebene bestimmen. Auch hier ist es momentan egal, wie ich sie zeichne. Ich möchte den Punkt A als Aufpunkt verwenden, muss also einen Vektor vom Ursprung zu A zeichnen und die beiden Richtungsvektoren gehen vom Punkt A zu C bzw. zu B. Nun lege ich mir noch zwei Schieberegler Lambda und μ an. Wenn ich das Grafikfenster 3D aktiviert habe, ist hier kein Schieberegler verfügbar. Wenn ich aber hier auf die Grafikansicht klicke, sind die normalen Werkzeuge zu sehen. Verschieben kann ich die hier ja mit der rechten Maustaste oder bei aktivierten Werkzeugen auch mit der linken Maustaste. Eine Beschriftung der Vektoren. Hier in den Eigenschaften über die Verwendung von LaTeX, wie das zum Beispiel bei 2D-Vektoren möglich ist, funktioniert hier in 3D leider noch nicht. Hier wird also der Code angegeben, den ich hier eingetippt habe. Wenn man hier also den Namen des Vektors mit einem Vektorpfeil zeigen will, so müsste man das mit Hilfe von dynamischem Text machen, der dann zum Beispiel am Mittelpunkt zwischen diesen beiden bestimmenden Punkten für den Punkt U platziert wird. Das würde ich aber eher dann zum Schluss machen, wenn der Rest gezeichnet ist. Zumindest die Namen der Vektoren sollte man aber mal anzeigen, damit man weiß, welcher Vektor was ist. Nun möchte ich Vektoren zeichnen, die vom Punkt A aus angezeigt werden, und zwar eben Vielfache hier mit diesem vorgegebenen Parameter. Und dazu nutze ich den Befehl Vektor Anfangspunkt Endpunkt, wobei der Anfangspunkt der Punkt A ist. Und der Endpunkt, den berechne ich aus A plus Lambda mal dem Vektor V, das ist ja dieser hier.
Das gleiche mache ich für den anderen Vektor, der in Richtung des Punktes C geht. Da kann ich den anderen Befehl nehmen und jeweils das ersetzen, was sich verändert. Ein Punkt P, der auf dieser Ebene liegt, kann ja nun mit Hilfe der Vektoren bestimmt werden. Ich könnte das Ganze jetzt zusammensetzen aus dem Vektor U, der zu A hinzeigt, plus Lambda bzw. μ mal die entsprechenden Vektoren V und W. Ich kann aber natürlich auch gerade schon diesen verlängerten Vektor, das ist in diesem Fall der Vektor B, und den Vektor Z verwenden, die die gleiche Funktion haben wie, oder die gleiche Wirkung haben wie die verlängerten Vektoren U und V. Das heißt, ich berechne dann, unten habe ich den Vektor U plus B plus Z und habe dann einen Punkt, der momentan außerhalb des Koordinatensystems liegt. Ich verschiebe deshalb das Ganze. Von oben betrachtet kann man aber ahnen, wie man auf diesen Vektor, auf den Punkt P kommt. Damit dies deutlicher wird, möchte ich gerne hier ein Parallelogramm noch einzeichnen. Und dazu verwende ich wiederum die Funktion, den Befehl Vektor mit Anfangspunkt, Endpunkt. Der Anfangspunkt ist jetzt zum Beispiel beim Vektor, der von hier nach da führt, ja, die Spitze von diesem Vektor. Diesen berechne ich aus A plus, was war das hier? Das war Z. Und die Spitze ist ja der Punkt P. Der andere Vektor von hier zu P ist dann so ähnlich. Das ist dann A plus B. Und Endpunkt ist wiederum P. Nun habe ich hier einige Vektoren und ich möchte nun das Ganze etwas verdeutlichen, indem ich verschiedene Farben verwende. So verwende ich für die vorgegebenen Vektoren, das heißt für den Ortsvektor und für die Richtungsvektoren, eine Farbe. Ich verwende eine Farbe für die verlängerten Vektoren. Die gleiche Farbe möchte ich hier verwenden, weil sie sind ja identisch mit diesen Vektoren, nur zeichne ich sie gestrichelt, damit man eben sieht, dass es also nur sozusagen Kopien sind. Und ich werde alle Vektoren etwas dicker darstellen, damit ich sie besser sehen kann. Unter anderem möchte ich zum Beispiel auch hier schauen, dass die zwei übereinander liegenden Vektoren oder teilweise übereinander liegenden Vektoren unterschiedlich dick sind, damit ich besser erkennen kann, wo welcher Vektor liegt. Ich habe jetzt schon die Ebene unsichtbar gemacht, damit ich besser an die Punkte rankomme. Und ändere zunächst mal die Dicke allgemein. Die Vektoren U, V und Z sind ja die vorgegebenen. Die bekommen die gleiche Farbe. Die Vektoren Z, B, C und D bekommen eine andere Farbe, wobei C und D, das sind ja die verlängerten, auch noch eine Strichelung bekommen. Jetzt sieht man hier, dass diese Vektoren, die hier übereinander liegen, sich nicht so gut zusammen darstellen. Ich mache deshalb die Vektoren V und W noch etwas dicker, damit sie quasi
um diese grünen Vektoren herum sind. Ich kann trotzdem noch die Spitze des grünen Vektors erkennen, sodass ich also sehe, wie lang er ist. Für den Punkt B zeichne ich jetzt noch einen Vektor ein. Da sollte man vielleicht noch eine andere Farbe verwenden, die dann zu der Ebene passt. Nun habe ich noch das kleine Problem, dass der Vektor U hier unten teilweise gestrichelt angezeigt wird, wenn er unterhalb der Ebene liegt. Das möchte ich nicht, damit ich ihn nicht verwechsle mit den anderen gestrichelten Vektoren. Deshalb stelle ich hier ein, dass er unverändert seinen Stil behalten soll. Und bei den anderen mache ich es genauso, denn ich habe das ja vorgegeben, wenn es gestrichelt sein soll. Abschließend kann ich natürlich noch die Position der Punkte A, B, C verändern, sodass vielleicht die Ebene günstiger liegt und man alles besser erkennen kann. Ich kann es natürlich auch rotieren lassen, dass man eben einen Blick von allen Seiten hat und gleichzeitig kann ich immer noch die Parameterwerte verändern.